EA Pro Productions liest Jules Verne, Die Reisen und Abenteuer des Kapitän Hatteras, zweiter Band. Heute 23. Kapitel, die englische Flagge. Ein vierfacher Schrei des Entsetzens entfuhr im ersten Moment der Brust der Männer. Hatteras, schrie der Doktor. Verschwunden, riefen Johnson und Bell. Verloren. Sie blickten ringsumher. Nichts war zu sehen auf den tobenden Wogen. Duke bellte mit verzweifeltem Tone. Er wollte mitten in die Fluten springen, und Bell konnte ihn kaum zurückhalten. »Treten Sie an Steuerruder, alter Mond«, sagte der Doktor, »dass wir alles tun, unseren verunglückten Kapitän aufzufinden.« Johnson und Bell setzten sich wieder auf ihre Plätze. Altemann fasste das Ruder, und die unstete Schaluppe kam wieder in die Richtung des Windes. Johnson und Bell ruderten aus Leibeskräften. Eine volle Stunde lang hielt man sich an der Stelle der Katastrophe und suchte, aber vergeblich. Hatteras war, vom Sturme fortgerissen, leider nicht mehr aufzufinden. Verloren. So nahe dem Pol, das Ziel schon vor Augen. Der Doktor rief, schrie, feuerte sein Gewehr ab. Duke heulte jammervoll, aber die Antwort blieb aus. Da ward Clawbonny von tiefem Schmerz ergriffen. Sein Kopf sank ihm auf die Hände und seine Genossen hörten ihn weinen. In der Tat, so weit vom Lande entfernt, ohne Ruder, ohne ein Stück Holz, um sich daran zu halten, war es unmöglich, dass Hatteras die Küste erreichte. Und wenn etwas von ihm ans Land gelangte, war es sein Leichnam. Nachdem man eine Stunde lang gesucht, musste man wieder nordwärts fahren im Kampf mit der Wut des Sturmes. Um 5 Uhr früh, am 11. Juli, legte sich der Wind. Die Wellen wurden allmählich ruhig, der Himmel ward wieder klar, und kaum 3 Meilen weit sah man das Land in vollem Glanze vor Augen. Dieses neue Land war nur eine Insel oder vielmehr ein Vulkan, der einem Leuchtturme gleich auf dem Nordpol emporragte. Der Berg, in vollem Ausbruch, warf eine Masse brennenden Gesteins und glühender Felsstücke aus. Es war, als keuche ein Riese unter krampfhafter Erschütterung wiederholter Stöße. Die ausgeschleuderten Massen flogen himmelhoch in die Lüfte, inmitten mächtiger Flammenstrudel und Lavaergießungen, die in reißenden Strömen sich seitwärts hinabwälzten. Hier glühende Schlangen zwischen rauchenden Felsen, dort sprühende Kaskaden inmitten purpurnen Dampfes und weiter abwärts ein Feuerstrom mit 1000 funkelnden Zuflüssen durch die aufsprudelnde Mündung ins Meer stürzend. Der Vulkan schien nur einen einzigen Krater zu haben, woraus die Feuersäule aufstieg, quer von leuchtenden Blitzen durchzuckt. Ein deutlicher Beweis des Anteils elektrischer Wirkung bei dem prachtvollen Phänomen. Über den keuchenden Flammen wogte eine ungeheure Rauchsäule empor. Unten rot, oben schwarz. Diese stieg mit unvergleichlicher Majestät auf und wirbelte weithin in dichten Windungen. Die Luft war himmelhoch aschfarbig. Die während des Sturms verspürte Dunkelheit, welche der Doktor nicht zu erklären wußte, kam offenbar von Aschesäulen her, von welchen die Sonne wie von einem undurchdringlichen Vorhang verhüllt war. Dieser enorme feuerspeiende Felsen, der weit ins Meer vorsprang, maß 1000 Klafter, eine Höhe, die ungefähr der des Hekla gleichkommt. Die von seinem Gipfel zur Basis gezogene Linie bildete mit dem Horizont einen Winkel von etwa 11 Grad. Er schien, im Verhältnis, wie die Schaluppe nahe kam, allmählich aus den Wellen aufzusteigen. Man sah keine Spur von Vegetation, selbst ein Uferrand ging ihm ab, und seine Seiten fielen senkrecht ins Meer ab. »Werden wir landen können?« fragte der Doktor. »Der Wind treibt uns hin«, erwiderte Altamont. »Aber ich sehe kein Stückchen eines Uferrandes, worauf wir Fuß fassen könnten.« »Das scheint nur so von Weitem«, erwiderte Johnson, »aber es wird nicht daran fehlen, um mit unserem Fahrzeug anzulegen, und mehr bedarf es nicht.« »Also voran«, versetzte Clawbonny traurig. Der Doktor hatte kein Auge mehr für das merkwürdige Festland, welches vor seinen Blicken heraustrat. Wohl war nun hier das Polland, aber nicht der Mann, welcher es entdeckt hatte. 500 Schritte weit von dem Felsen war das Meer siedend heiß durch Einwirkung unterirdischer Feuer.
Die Insel, welche es umfloß, mochte 8 bis 10 Meilen Umfang haben, mehr nicht. Und wie man schätzen konnte, lag sie dem Pol sehr nahe, sofern nicht die Erdachse genau hinein ablief. Als die Schiffenden nahe waren, bemerkten sie eine kleine Bucht, die zum Einlaufen und Schutz des Fahrzeugs hinreichte. Sie fuhren augenblicklich hinein, voll Besorgnis, den Leichnam des Kapitäns hier ans Land gespült zu finden. Doch schien ein Leichnam schwerlich daselbst ruhig liegen zu können. Flaches Ufer war nicht vorhanden, und das Meer brach sich an steilen Felsen. Dichte, von keines Menschen Fuß betretene Asche bedeckte die Oberfläche des Landes, wo die Wellen aufhörten. Endlich glitt die Schaluppe zwischen 2 Klippen, die an den Meeresspiegel reichten, durch ein schmales Fahrwasser und fand sich da vollkommen geschützt gegen den Wellenschlag der Brandung. Jetzt fing Duke an, noch kläglicher wie zuvor zu heulen. Das arme Tier sehnte sich rührend nach dem Kapitän, verlangte ihn von diesem erbarmungslosen Meer, von seinen Felsen ohne Echo. Er bellte vergebens, und des Doktors liebkosende Hand vermochte ihn nicht zu beruhigen. Das treue Tier, als wolle es des Herrn Stelle vertreten, setzte mit einem mächtigen Sprung zuerst ans Land und lief die Felsen hinein mitten durch die Asche, welches es wie Gewölk umgab. »Duke, hierher, Duke!« rief der Doktor. Aber Duke hörte nicht darauf und verschwand. Man schritt nun zur Landung. Clawbonny und seine 3 Gefährten stiegen aus, und die Schaluppe wurde festgeankert. Artemont war im Begriff, einen ungeheuren Steinhaufen zu erklettern, als man Duke weithin ungewöhnlich laut bellen hörte, und dies Bellen hatte den Ausdruck des Schmerzes, nicht des Zorns. »Hört, hört«, sagte der Doktor. »Ein Tier, das nichts aufgespürt hat?« fiel der Rüstmeister ein. »Nein, nein«, entgegnete der Doktor zitternd, »dieser Klageton bedeutet Jammer. Er hat die Leiche des Kapitäns gefunden.« Auf diese Äußerung stürzten die 4 Männer seiner Spur nach, mitten durch die Asche, die ihren Blick verdüsterte. Sie gelangten in der Tiefe eines Fjords an eine 10 Fuß große Stelle, wo die Wellen unmerklich ihre Kraft verloren. Hier bellte Duke neben einem von der Flagge Englands umhüllten Leichnam. »Hat was! Hat was!« schrie der Doktor und stürzte sich über den Körper seines Freundes. Aber sogleich stieß er einen Schrei aus, der sich nicht schildern lässt. Der blutige, dem Anschein nach entseelte Körper zuckte, als seine Hand ihn anrührte. »Noch bei Leben! Bei Leben!« rief er aus. »Ja«, sagte eine schwache Stimme, »noch lebend auf dem Land des Pols, wohin mich der Sturm geworfen hat. Lebend auf der Insel der Königin.« »Hurra für England!« riefen die 5 Männer einstimmig. »Und für Amerika!« fuhr der Doktor fort und reichte Hatteras die eine Hand, die andere dem Amerikaner. Duke rief ebenfalls sein Hurra in seiner eigenen Weise, die ebenso viel galt wie eine andere. In den ersten Augenblicken gaben sich diese wackeren Leute ganz dem Gefühl des Glücks hin, ihren Kapitän wiederzuhaben. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Der Doktor vergewisserte sich über Hatteras Zustand. Dieser war nicht schwer verwundet. Der Wind hatte ihn bis zur Küste getrieben, wo die Landung sehr gefährlich war. Dem kühnen Seemann gelang es, nachdem er mehrmals zurückgeworfen worden war, endlich durch seine Energie sich an ein Felsstück anzuklammern und über die Wogen emporzuschwingen. Hier verlor er, nachdem er sich in seine Flagge gehüllt, das Bewusstsein, und es kam ihm erst bei Dukes Liebkosungen und als er dessen Bellen vernahm, wieder. Die erste Pflege wirkte so gut, dass Hatteras wieder aufstehen und am Arm des Doktors nach der Schaluppe zurückgehen konnte. »Der Pol, der Nordpol«, sprach er unterwegs. »Nun sind Sie glücklich«, sagte der Doktor zu ihm. »Ja, glücklich. Und Sie, mein Freund, haben Sie keine Empfindung für dieses Glück, diese Freude, dass wir uns hier befinden? Dieses Land, auf welchem wir jetzt wandeln, ist das Land des Pols. Dieses Meer, welches wir durchschifft haben, ist das Meer des Pols. Diese Luft, welche wir einatmen, ist die Luft des Pols. Oh, der Nordpol, der Nordpol!« Indem Hatteras dieses sprach, war er von heftiger Aufregung fortgerissen. Es war eine Art Fieber, und der Doktor versuchte vergeblich, ihn zu beruhigen. Seine Augen strahlten von einem außergewöhnlichen Glanz, und seine Gedanken sprudelten im Gehirn. Clawbonny schrieb diesen Zustand der Überreizung dem Umstande zu, dass der Kapitän eben die fürchterlichsten Gefahren bestanden hatte.
Hatteras bedurfte offenbar der Erholung, und man war bemüht, ihm eine Lagerstelle zu suchen. Artemann fand bald eine natürliche Felsengrotte. Johnson und Bell brachten die Lebensmittel dahin und ließen die Grönländer Hunde frei. Gegen 11 Uhr war alles für eine Mahlzeit fertig. Das Segel diente als Tischtuch. Das Frühstück, bestehend aus Pemmikan, gesalzenem Fleisch, Tee und Kaffee, wurde auf dem Boden aufgetischt. Man brauchte nur zuzulangen und zu verzehren. Zuvor aber begehrte Hatteras, dass die Lage der Insel aufgenommen werde. Er wollte genau wissen, wie er damit daran war. Der Doktor und Altamont nahmen darauf ihre Instrumente und nach angestellter Beobachtung erhielten sie für die Lage der Grotte 89 Grad, 59 Minuten und 15 Sekunden Breite. Die Länge war bei dieser Höhe der Breite nicht mehr von Belang, denn einige hundert Fuß weiter oben liefen alle Meridiane zusammen. Demnach lag die Insel wirklich unterm Nordpol, und der 90. Breitegrad war nur noch 45 Sekunden von da entfernt, kaum eine Viertelmeile, das heißt beim Gipfel des Vulkans. Als Hatteras das Ergebnis erfuhr, begehrte er, dass darüber ein Protokoll in 2 Exemplaren ausgefertigt und an der Küste zu einem Kern niedergelegt werde. Der Doktor ergriff also augenblicklich die Feder und redigierte das folgende Dokument, wovon gegenwärtig 1 Exemplar sich im Archiv der Königlichen Geographischen Gesellschaft zu London befindet. Am 11. Juli 1861 ward unter 89 Grad 59 Minuten 15 Sekunden nördlicher Breite die Insel der Königin beim Nordpol entdeckt von Kapitän Hatteras, Kommandanten der Brig Forward aus Liverpool, welcher samt seinen Genossen hier unterzeichnet hat. Wer dieses Dokument auffinden wird, ist gebeten, es der Admiralität zu Händen zu stellen. Unterzeichnet John Hatteras, Kommandant des Forward, Dr. Clawbonny, Arzt, Ortemont, Kommandant des Popois, Johnson, Rüstmeister, Bell, Zimmermann. Und jetzt, Freunde, zu Tische! Sagte fröhlich der Doktor. Ich, ey,